In meiner heutigen Podcast-Folge spreche ich über einen Zuschauerkommentar. Und zwar hat mich die Zuschauerin bzw. Zuhörerin Melissa in meinem Herzen so tief berührt, dass ich dachte, auf diesen Kommentar möchte ich unbedingt eingehen und dazu möchte ich etwas sagen. Außerdem bin ich der Meinung, dass das, was sie geschrieben hat, wirklich viele Menschen berührt und viele Menschen interessieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Genieße dein Leben Podcast. Mein Name ist Udo Golfmann, ich bin Hellseher, Engeltherapeut, spiritueller Lebensberater und Autor für spirituelle Bücher. Außerdem bin ich von Herzen gerne der Science Coach an deiner Seite. Wie du mit mir in Kontakt treten kannst, das erfährst du alles im Text zu diesem Podcast. Nun möchte ich beginnen, auf den Kommentar von Melissa einzugehen. Zuerst möchte ich dir den Kommentar vorlesen, damit du weißt, worum es geht. Und dann möchte ich dazu etwas sagen. Melissa schreibt am 26.11.2022 unter meinen Podcast zum Thema Besetzungen. Mal eine Frage. Kannst du noch etwas anderes, mal was Lichtvolleres, oder schwebst du nur in der Dunkelheit? Von dir hört man nichts mehr anderes wie Dämonen. Luzifer, fällt dir deine Richtung, die du gehst, nicht mal selber auf? Gibt es in deinem Leben auch Frieden, Liebe, Harmonie oder nur das Thema und die Beachtung auf dessen Seite der Dunkelheit? Lass doch mal die Blume in verschiedenen Farben blühen. Sei in Frieden mit dir. Sorry, ich bin raus und möchte dir nicht mehr folgen. Zu viel Gerede über das eine Thema. Ich habe es jetzt wortwörtlich vorgelesen, denn mir war wichtig, es wirklich ins Zitat zu nehmen, um darauf einzugehen. Also, meine Devise ist, die Liebe hat bereits gesiegt. Wer mir zuhört, weiß auch, dass das genau das ist, was ich immer und immer wieder sage. Die Engel sind meine Begleiter schon seit vielen Jahren, und zwar seit meiner Kindheit. Haben die Engel mich immer begleitet, und zwar stetig. Sie haben mir immer Erleuchtung geschenkt und mich auf den Weg zur Wahrheit geführt. Erzengel Michael sagte mal zu mir: Nur die Wahrheit führt zu Freiheit und nur Freiheit führt zu Frieden. Auch wenn die Wahrheit manchmal wehtut und schmerzvoll ist, so ist sie die höchste Liebe, die wir erfahren können. Denn Ehrlichkeit ist Liebe. Und jemand, der liebt, dein liebendes Herz wird immer die Wahrheit sagen. Das ist der große Punkt. Ich möchte auf ein Wort hier eingehen, nämlich auf das Wort lichtvoll. In meinem Leben gibt es sehr viel Liebevolles. Ich habe einen wunderbaren Hund, ich habe wunderbare Menschen in meiner Umgebung. Ich liebe die Natur und ich liebe sie sehr. Und ich betone liebevoll, nicht lichtvoll. Denn alleine dieses Wort, was hier gewählt wurde, ist sehr prägnant. Sie hat nicht von Liebe gesprochen, sondern von Licht. Und man muss sich dem bewusst machen, dass von Licht Luzifer spricht, auch wenn ich ihn jetzt wieder erwähne. Luzifers Name bedeutet nämlich der Lichtbringer. Das dürfen wir bei all dem natürlich nicht vergessen, ne? Also Luzifer ist es, der mit Licht arbeitet. Sein Licht ist halt kalt und ohne Liebe, wie auch in einem anderen Podcast schon mal sehr ausführlich beschrieben. In meinem Leben ist sehr viel Liebe, und zwar habe ich den Weg zur Quelle gefunden durch die Engel, den Weg zur einen Urquelle. Alles, was ich tue, ist inspiriert durch die Engel. Nun ist es so, dass wir in einer Zeit leben, wo sich alles verändert. Alles ist dabei, in neue Wege zu gehen. Auf neuen Terrain befinden wir Menschen uns schon seit langer Zeit. Das heißt, alles wird umgestülpt. Die Dunkelheit wird diese Erde verlassen. Das betone ich immer und immer wieder, weil die Liebe bereits gesiegt hat. Bitte genau zuhören. Das heißt, diese ganzen dämonischen Ebenen, diese ganzen dämonischen Geschichten, die es jetzt noch gibt, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die Engel zeigen uns allerdings den Weg dahin. So habe ich es aufgegriffen in verschiedenen
Podcasts, nämlich einmal im Thema Besetzungen, wie wir uns gegen sie wehren können, einmal im Thema Luzifer und wie wir, dass wir seinen Verführungen nicht liegen sollten und dergleichen. Das ist mir extrem wichtig, dass wir mit Befehlen und Verboten arbeiten sollten, um uns unserer Macht, unserer Kraft, unserer wunderbaren Schöpferkraft, die uns von der einen Urliebe Lichtquelle gegeben ist, wieder bewusst werden können und sie auch richtig und gezielt einsetzen können. Wenn man sich in der Esoterik-Landschaft so umschaut, ist natürlich sehr viel unterwegs. Was sich alles so spirituell nennt, heißt noch lange nicht, dass es in Wahrheit auch spirituell ist. Dessen dürfen wir uns ganz bewusst sein. Natürlich ist sehr viel Dunkelheit unterwegs, es ist auch sehr viel Liebe unterwegs, glücklicherweise. Die Liebe hat bereits gewonnen, ich betone es wieder und wieder und wieder, der Liebesanteil in der Welt ist sehr, sehr hoch im Gegensatz zur anderen Seite. Allerdings müssen wir halt wissen, je höher der Liebesanteil, desto mehr wehrt sich auch die dunkle Seite. Das ist ja das, was wir da draußen gerade ganz intensiv erleben. Es ist einfach ganz viel da draußen unterwegs und dann versucht diese Seite sich natürlich gegen uns zu stellen, wie zum Beispiel durch so einen Kommentar, indem sie sich Menschen zu Mitteln macht, die dann quasi etwas schreiben, was sie gut meinen. Kein Zweifelsohne. Sie hat es absolut gut gemeint und ich glaube auch, dass diese Melissa, wie sie sich hier nennt, eine sehr, sehr liebevolle Seele ist. Das ist gar keine Frage für mich. Sie wird eine sehr liebevolle Seele sein und sie wird wahrscheinlich eine Seele sein, die den Weg noch nicht gefunden hat zu dieser wirklichen Liebe. Sie sucht dann bei sogenannten Licht-, Liebe-, Schmalz- und Sülz-Fraktionen wahrscheinlich nach Lösungen. Die einem erzählen, der Himmel sei rosa-rot und alles ist schön. Das ist mein Gefühl, das ist mein Eindruck. Und das weckt mein Mitgefühl. Denn, meine Lieben, es ist doch so unendlich wichtig, dass wir jetzt genau dahin kommen, uns dieser Liebe wieder zu öffnen, wieder zu uns zu stehen, in unsere Kraft zu kommen, damit wir diese dunkle Seite nicht mehr in unserem Leben haben. Die Liebe ist alles, was wir brauchen. Die Liebe ist der Schlüssel zu allem, die Lösung zu allem, vor allen Dingen. Und in diesen Lösungen oder aus diesen Lösungen heraus kannst du dann auch alles erreichen, alles, was du willst. Das ist wichtig. Wenden wir uns der Liebe zu. Was tut die Liebe? Tut die Liebe dir erzählen, ach ja, guck mal, du musst nichts tun. Leg die Füße hoch und denk einfach nur an die Liebe und alles ist gut. Nein, das wird sie nicht tun. Die Liebe wird dich stets auffordern, etwas zu tun, was dir wirklich etwas bringt, dich voranbringt, dir zu helfen, dich vielleicht auch von der Dunkelheit zu befreien. Denn das ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen den Weg in die Freiheit. Wir wollen, dass die Kriege in dieser Welt enden. Da hilft es aber beileibe nichts, die Augen zu schließen und nicht hinzuschauen. Das ist nämlich das, was hier passiert, das, was ganz vielen Menschen momentan passiert, ist, dass sie die Augen tatsächlich zumachen vor der Wahrheit. Dass sie nicht sehen wollen, welche Mächte, welche Wesen, welche dunkle Geschöpfe um uns herum und da draußen tatsächlich wandeln. Und wenn wir hinschauen und sagen, Erzengel Michael, bitte hilf mir, geliebte Engel, kommt an meine Seite, helft mir, beschützt mich, behütet mich. Und ich sage der dunklen Seite und ich verbiete euch jedweden Zugriff auf meinen Körper, Geist und Seelensystem. Und ich befehle euch, Kraft meiner Schöpferkraft und meines freien Willens, augenblicklich meinen Urzustand wiederherzustellen, den ihr mir genommen habt. Dann kann ich handeln. Das ist Handlung, das ist die Liebe zu mir selbst und die Liebe zu den Engeln. Denn ich gehe in die Schöpferkraft, ich hole meine Schöpferkraft, die mir gegeben worden ist. Das ist höchster Respekt vor der Urquelle, vor unserem Schöpfer. Und darum geht's. Sich dagegen zu stellen, sich dagegen zu wehren, die Augen zu schließen, ist wirklich blind. Und das bedeutet, ich sehe nicht, was da ist. Und wenn ich nicht sehe, welche Dunkelheit da ist, die in dieser Welt momentan regiert,
dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, Nein zu sagen. Dann habe ich nicht die Möglichkeit, mich dagegen zu wehren. Dann habe ich nicht die Möglichkeit, die Engel und unseren Schöpfer um Hilfe zu bitten. Das habe ich nur, wenn ich die Augen öffne. Und diese Augenöffnung war in den letzten Podcasts ganz, ganz stark meine Aufgabe. Und ich folge meiner Aufgabe. Wenn die himmlischen Wesen und die Engel mir sagen, Udo, mach das, das ist jetzt der Weg. Kläre die Menschen auf, lehre sie, unterrichte sie in dieser Wahrheit. Na, selbstverständlich folge ich dem, was sie mir sagen und werde das immer tun. Denn das ist das, worum es geht. Ich fühle mich in der Spiritualität der Liebe verpflichtet. Meinem Herzen verpflichtet. Und ansonsten nichts. Ansonsten nichts und niemandem. Das ist meine Verpflichtung. Und natürlich der Schöpferkraft. Ich muss morgen in den Spiegel schauen können und muss sagen können, Udo, das, was du gemacht hast, das war richtig gut. Du hast genau das Richtige getan. Du hast die Wahrheit gesagt. Du warst ehrlich. Du warst echt und du hast den Menschen da draußen damit eine Hilfe geben können. Und das ist doch das, worum es gehen muss, worum es in dieser Zeit unbedingt gehen muss. Kein Licht, Liebe, Schmalz und Sülz, sondern die Wahrheit, die Klarheit und das auf den Punkt gebracht. Natürlich würde mich sehr, sehr auch eure Meinung dazu interessieren. Schreibt mir fleißig in die Kommentare und schreibt mir, wie ihr die Sache seht. Das interessiert mich tatsächlich brennend. Es kann ja sein, dass ihr sagt, nee, also da bist du ganz auf dem Holzweg, das sehe ich in Gänze anders. Natürlich dürft ihr das sagen. Natürlich dürft ihr das kommunizieren. Ganz im Gegenteil, wenn ihr dies nicht kommunizieren würdet, dann wäre es ja wieder unehrlich. Und ich bin ja, wie gesagt, ein Freund der Wahrheit. Nicht wahr? Es ist jetzt wichtig, dass wir es kommunizieren, dass wir alles aussprechen. Wenn ich euch anspreche und euer Herz berühre, freut es mich sehr. Dann habe ich was erreicht. Und wenn nur ein Menschen durch meine Videos geholfen ist, durch meine Podcasts geholfen ist, dann habe ich verdammt viel erreicht. Dann habe ich den Weg der Liebe geebnet. Dann habe ich den Weg der Liebe geschaffen. Und das ist es, wo ich mit meinem Namen dahinter stehe und worüber ich mich dann riesig freue. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören bei diesem kurzen Podcast. Danke, dass es dich gibt. Liebe und Licht, Udo Golfmann. Tschüss.